Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ja, die meisten wissen es, ich bin hier bei der Société Générale, welches dieses Webinar für Sie heute präsentiert. Zertifikate und Optionsscheinexperte und ja, über was anderes sollten wir denn heute reden, außer über die Märkte? Und da habe ich natürlich einen der bekanntesten Experten hier in Deutschland von der Stock 3 AG, Bastian Galuschka hier. Wir werden Ihnen einen Marktüberblick von ja, teilweise Fundamental- und charttechnischer Seite geben, schauen aber explizit auf Nebenwerte bzw. auf die CRISPR bzw. Biotech-Unternehmen. Da ist einiges passiert in den letzten Wochen und ja, Bastian wird hier etwas tiefer in das Thema eingehen. Ganz kurz, bevor ich an Bastian Galuschka das Mikrofon übergebe, ganz kurze Risikohinweise von unserer Seite. Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise zu denselbigen erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen ja auch keine Anlageberatung. Bitte beachten Sie, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko beinhalten, vor allem das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts, bei Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen. Und zu guter Letzt darf auch das Ausfallrisiko, also das Emittentenrisiko, nicht unter den Tisch geschoben werden. Ja, ich erwähne es auch diesmal, wer Fragen hat zu unseren Services, rufen Sie mich an zwischen 8 und 18 Uhr oder chatten Sie mit uns. Aber ja, den Rest haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Ansonsten rufen Sie an, wenn Sie an den Services Interesse haben. Ich übergebe an dieser Stelle an Bastian und ich freue mich, dass er da ist. Schönen guten Abend, Bastian. Leider bist du heute alleine. Wir hatten es eigentlich mit Andreas Lipko geplant. Also seien Sie nicht enttäuscht, wenn er nicht da ist. Da sind leider persönliche Gründe dazwischen gekommen. Aber ja, schönen guten Abend, Bastian. Ja, schönen guten Abend, Holger, und natürlich auch in die Runde. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben heute. Wer das Format mit dem Andreas kennt, der weiß ja, dass wir da eigentlich immer so einen Rundumschlag machen. Deswegen wollte ich es jetzt heute nicht ganz auslassen. Also es wird einen kleinen Marktüberblick geben, aber ich denke, wir haben jetzt auch auf der Aktienseite doch das ein oder andere Thema, gerade jetzt Small Caps. Ich habe es vorher dem Holger gesagt, wie oft habe ich an der Stelle gejammert, die Small Caps, die Small Caps, es geht nichts. Und gefühlt geht jetzt doch zumindest ansatzweise wieder was. Das heißt, die ein oder andere Story, wer vielleicht Stock 3 Plus abonniert hat, der wird einen ein oder anderen Wert schon kennen. Die ist jetzt angelaufen und da möchte ich auch mal auf den ein oder anderen Wert hinweisen. Und Biotech gibt es auch ganz frisch News, die sich dann auch im Dezember weiter fortsetzen könnten. Heißt konkret, im Dezember könnte die erste CRISPR-Therapie zugelassen werden. Zunächst aber der Marktüberblick und wer mich kennt, ich kehre ja eigentlich selten was unter den Tisch. Wir hatten das letzte Webinar Anfang Oktober. Soweit ich mich erinnere, war ich da durchaus dann auf der Schiene, dass ich gesagt habe, okay, die, die jetzt abgesichert haben, jetzt nicht zu gierig werden, auch mal die Shorts ein bisschen zurückfahren. Auf der anderen Seite dann auch vielleicht die eine oder andere Chance auf der Long-Seite wahrnehmen. Und ja, das Fazit kann man auch recht schnell zusammenfassen. Es ist gut angelaufen, aber es lief dann im Oktober ganz anders erstmal, als ich es erwartet hätte und wahrscheinlich auch viele andere Marktteilnehmer, denn der Oktober ist sehr schlecht verlaufen, was statistisch eigentlich nicht so richtig reinpasst. Schauen wir zunächst mal auf das, was gut funktioniert hat. Und das waren die Zinsen. Den Chart schleppe ich ja hier auch schon viele Monate mit. Also die Renditen, wenn man so möchte, auf die 10-jährigen Staatsanleihen in den USA. Und meine Überlegung war ja wie folgt, dass wir hier von dieser Seite etwas Entspannung bekommen könnten. Das letzte Webinar war ja hier Anfang Oktober. Und da war die Aussage, wir haben jetzt das Ziel nahezu erreicht. Und es sollte eigentlich sich hier jetzt erstmal eine Gegenbewegung einstellen, vielleicht noch ein kleines Überschießen über die 5%-Marke. Ich glaube, wir waren dann an der 5%. Das ist ja hier der Linienchart, da sieht man nur die Schlusskurse temporär.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es einen kleinen Spike drüber gab, aber schlussendlich kann man festhalten, dass diese Prognose ein absoluter Volltreffer war. Wir haben die 4,92 nicht nur erreicht hier im Linienchart, das war die erste Sache, sondern wir haben auch dann den Abpraller gesehen. Ich nehme es schon mal vorweg, was jetzt nicht so gut war dann im Abgleich mit den Indizes war, dass wir eigentlich dann auch schon ab Mitte Oktober Entspannung von dieser Seite bekommen haben, die Indizes das aber erstmal ignoriert haben. Also das, was ich hier eigentlich erwartet habe, Entspannung auf der Renditefront, zugleich Anstieg der US-Indizes, das ist nicht eingetreten. Das ist erst in den letzten Tagen dann dynamisch eingetreten. Also natürlich gab es dann die Hauptentspannung hier erst, also da hat es dann wieder gepasst, wenn man sagt, okay, von Ende Oktober an ging es dann aufwärts, aber ich hätte das eigentlich schon in dieser Phase mehr erwartet. Ja. Und es hat dann wirklich diesen Einbruch erst benötigt, dass die US-Indizes den Turbo gezündet haben, sozusagen. Also Fazit kann man schon mal ziehen zu dem, was ich im Oktober gesagt habe. Von der Renditeseite her hat es eigentlich ganz gut gepasst. Von der Indexseite her hätte ich schon Anfang Oktober dann so nach und nach eine Entspannung erwartet. Und wenn wir dann gleich den Chart sehen, das ist hier zwar ganz gut angelaufen, aber es gab dann noch mal einen heftigen Abverkauf. Auch wer vielleicht meine Wochenausblicke gelesen hat, da musste ich da ein bisschen zurückrudern. Also ich habe mich eigentlich Anfang Oktober sehr optimistisch Richtung Jahresendrallye gezeigt, aber das ist eben nach hinten erstmal losgegangen. Wenn man jetzt das vergleicht mit den Renditen der 10-Jährigen in Deutschland, dann gab es hier auch ein eigentlich sehr schönes Kursverhalten. Erstmal den Ausbruch über die 2,74 samt Pullback und dann wird es eben immer interessant. In diesen Situationen können wir nach so einem Pullback neue Hochs erreichen. Das wäre die bullische Variante gewesen oder prallen wir dann erstmal ab, was wir hier gesehen haben, wieder, also oder drehen wir nach unten ein. Genau das Zweite ist passiert. Wir haben also ein tieferes Hoch erreicht, ausgebildet und dann auch den Support gerissen. Insofern ist das hier auch jetzt erstmal ein Entspannungssignal und der Fokus liegt hier auf der 274 in etwa. Auch der Rücksetzer, hier die Erholung ist wieder gescheitert an der 274 und deswegen besteht auch hier die Chance, dass wir das Hoch erstmal gesehen haben, dass wir in einen Abwärtstrend übergehen. Also von der Renditeseite gibt es die erhoffte Entspannung. Jetzt komme ich zu den Indizes oder schauen wir erstmal an, was vielleicht noch die Erwartung ist jetzt für die nächsten Monate. Natürlich, Sie wissen es, für Dezember wird keine Veränderung mehr erwartet. Zu 90% die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell in den USA nichts mehr macht. Und dann hat sich doch einiges verändert, was das erste Halbjahr anbelangt. Bereits im Mai sind jetzt die Wahrscheinlichkeiten für eine erste Zinssenkung und keine Zinssenkung in etwa gleich auf mit 40-43%. Und dann, wenn man dann weitergeht, ist derzeit die Erwartung, dass es in etwa 4 Zinssenkungen geben könnte bis Ende 2024, um dann ein Level zu erreichen von 4,25 bis 4,50. Nochmal, wer das Webinar regelmäßig verfolgt, das kann natürlich nur eine Momentaufnahme sein. Da hat sich so viel verschoben, auch in diesem Jahr. Aber ich nehme es natürlich immer mal wieder rein, um darzustellen, was ist jetzt aktuell die Markterwartung und ist da ein Unterschied zu sehen zu dem, was die Fed macht oder ist das in etwa auch das, was die Fed sagt? Also aktuell ist das natürlich sehr optimistisch, denn von Zinssenkungen will die Fed ja zumindest offiziell erstmal gar nichts wissen. Also 4 Zinssenkungen à 25 Basispunkte wären in etwa die Erwartung für nächstes Jahr. Dann schauen wir auf die Indizes. Vielleicht starte ich gleich mal mit dem Nasdaq. Also wer auch die Wochenausblicke gelesen hat, es ging exakt um diese Situation hier, also die ersten 2 Oktoberwochen, wo wir nochmal hier rangelaufen sind an diese Oberkante des Abwärtstrendkanals. Und mein Szenario war eigentlich relativ klar. Ich bin davon ausgegangen, dass sich hier nach dieser dreiteiligen Konsolidierung, dass der Ausbruch gelingt. Also das wäre mein Szenario gewesen, so in etwa. Hätte auch saisonal sehr gut gepasst.
Viele, was ich gelesen habe, haben sich ja hier dann nochmal short positioniert und da natürlich Gratulation. Diese Markteinschätzung war richtig. Es gab tatsächlich nochmal ein Durchrutschen hier und erst dann in der Vorwoche den Konter. Im Dow Jones muss man sagen, war das für mich schon überraschend. Im Nasdaq, gut, war es die Unterkante des Trendkanals. Auch der S&P hat eine Unterstützung verteidigt. Also es war noch drin, aber natürlich war das jetzt mit Blick auch auf die Wochenkerzen nicht unbedingt so zu erwarten, dass es so nach oben schießt. Aber der Überraschungseffekt war natürlich klar. Viele Short-Eindeckungen. Und jetzt sind wir wiederum an dem Punkt im Nasdaq, Sie sehen es hier ja ganz gut, wo wir auf Wochenbasis es schaffen müssen. Und aktuell hängen wir ja hier fest, auch nicht nur den Trendkanal zu verlassen, sondern auch über die 15.265 rauszugehen. Das sind hier markante Hochpunkte. Man könnte auch eine Zone nennen, 15.196 bis 15.265. Also darum wird es jetzt gehen, ob wir das schaffen, um dann auch in Richtung Jahresende vielleicht nochmal die Hochs anzupeilen. Kurzfristig sind wir natürlich extrem überhitzt. Der ein oder andere hat wahrscheinlich hier schon einen Rücksetzer erwartet. Jetzt heute mal eine Andeutung von Schwäche. Viele Gaps gerissen. Ich gehe jetzt persönlich nicht davon aus, dass wir jetzt eine solche Bewegung sehen. Das wäre meiner Ansicht nach eigentlich schon wieder sehr bärisch. Also wenn wir jetzt das Momentum nahezu vollständig wieder rausnehmen. Es wäre technisch möglich, ja, wenn man sagt, okay, bis zum 61er, 61,8er könnte man sogar fallen, wenn das jetzt das Hoch war. Aber es wäre meiner Ansicht nach nicht optimal für eine Jahresendrallye. Also für mich optimal wäre jetzt, wenn wir hier eher eine flache Konsolidierung hinlegen und dann schnell wieder das Momentum aufnehmen. Chance-Risiko-Verhältnis, da brauchen wir ja nicht lange rumdiskutieren, ist natürlich jetzt nach dieser Erholung und mit Erreichen des Widerstandes sehr schlecht. Das heißt, unter Chance-Risiko-Aspekten dürfen sich jetzt eher die Shorties freuen, weil enge Absicherungen möglich sind auf eine Gegenbewegung. Ich würde es persönlich nicht handeln, aber es gibt sicherlich einige, die es handeln. Die, die long was machen möchten, müssen sich gedulden und zumindest mal auf den kleineren Zeitebenen, hier ist mal der Stundenchart, sich das anschauen, ob sich hier mal Rückläufe ergeben. Also das Fazit ist wie folgt: Der Nasdaq hat jetzt eine gute Chance, hier diese Korrektur seit Juli zu verlassen. Ich hätte es schon Anfang Oktober gesehen. Es gab dann nochmal den Ausverkauf und erst mit der massiven Entspannung bei den Renditen dann diesen Sprung nach oben. Behalten Sie die Renditen weiterhin im Auge. Wenn da der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, dann wird es der Nasdaq nicht schaffen, in meinen Augen. Und nochmal, was eigentlich auch klar sein muss, also ich erwarte jetzt nicht einen massiven Einbruch der Renditen. Also dass wir da jetzt in ein paar Wochen bei 4% und dann vielleicht bei 3,5% stehen, das ist jetzt nicht mein Szenario. Also ich gehe schon davon aus, dass die Renditen auch im nächsten Jahr tendenziell hoch bleiben werden. Aber natürlich diese massive Angst, die ja teilweise da war, die ist jetzt erstmal raus. Und könnte uns dann unterstützen, gerade natürlich auch wenn es Zinssenkungen gibt nächstes Jahr, könnten wir zumindest von der Seite Rückenwind bekommen. Hier noch der Tagesschart. Das sieht man es nochmal deutlicher. Also wir haben jetzt mit der gestrigen Tageskerze diese Trendkanalstruktur aufgebrochen zur Oberseite und hängen jetzt unter dem Hoch fest bei 15.334. Ich werde dann gleich noch die Apple-Aktie zeigen. Da ist es nicht anders. Und deswegen ist es jetzt in so einer Situation meiner Ansicht nach, da sind wir wieder im Bereich wünsch dir was, wäre es schon schön, wenn wir etwas von dieser überkauften Lage abbauen und vielleicht dann nach ein paar Tagen der Konsolidierung weiter durchmarschieren. Das Überraschungspotenzial wäre aktuell natürlich eher auf der Oberseite zu sehen. Keiner erwartet jetzt eigentlich oder die wenigsten, dass der Index einfach so durchmarschiert. Viele werden da erstmal auf Rücksetzer spekulieren, wenn die nicht kommen. Dann kann es natürlich eine massive V-Geschichte geben. Das haben wir auch immer mal wieder gesehen und es ist nicht auszuschließen. Es wäre derzeit aber nicht unbedingt mein Favorit. Weitere Ziele mit oder ohne Umweg über 15.334, 15.619 und dann 15.932. Zum DAX
Oder vielleicht zeige ich mal noch die saisonale Auswertung, um das nochmal darzustellen, warum das jetzt eher überraschend war. Wir haben jetzt seit einigen Wochen eine Kooperation mit Seasonex, heißt der Anbieter. Da kann man sich sehr schön saisonale Kursverläufe anzeigen. Was heißt das? Man kann hier zum Beispiel auswählen, jetzt beim Nasdaq, wie hat sich der Nasdaq so im Schnitt über die letzten 25 Jahre entwickelt in den einzelnen Monaten? Da sehen Sie hier eine Auswertung. Es verändert sich natürlich je nach Zeitraum, den ich hier nehme. Man sieht zum Beispiel in den, wenn man jetzt auf 10 Jahre geht, dann ist der Oktober jetzt nicht mehr so herausragend. Wobei, es ist jetzt nicht umgeswitcht. Zumindest auf 25-Jahres-Sicht war der Oktober sogar der beste Monat und das hat ja dieses Jahr überhaupt nicht zugetroffen. Also dass wir alle saisonalen Fans sozusagen sind hier, haben hier eins übergebraten bekommen. Der Index hat im Oktober sogar verloren. Tendenziell sieht man aber sehr schön, dass jetzt Oktober, November, Dezember im Schnitt gute Monate sind, auch noch ein bisschen der Januar. Und dass wir jetzt in eine Phase reinkommen, auf der anderen Seite, die etwas, ja, Konsolidierungsbedarf anzeigt. Also die starke Entwicklung zum Anfang des Monats, die auch für den DAX angezeigt war, haben wir hier gesehen. Aber man sieht auch, oftmals bildet sich dann in der ersten Novemberwoche ein Hoch, das dann einige Zeit anhält. Also wenn man jetzt die Saisonalität mit reinnimmt, wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir erstmal noch ein paar Tage konsolidieren würden. Vielleicht, um das saisonale Thema gleich abzuschließen, schaue ich auch gleich mal hier noch auf den DAX. Und da sieht man es ja auch wunderbar, dass es eigentlich für den DAX auch das Tief hier Ende September, Anfang Oktober einzuplanen war. Wir haben dann die ersten Tage gut reagiert, haben dann aber auch im DAX weitere Tiefs markiert und erst hier jetzt mit der Entwicklung in den letzten Tagen dann auch diese durchaus sehr freundliche Periode abgespult. Das ist hier auch der Blick auf die letzten 25 Jahre. Wenn man es jetzt weiterfasst, dann passt das ganz gut zu dem, was wir im Nasdaq gesehen haben. Also auch hier nach der ersten Novemberwoche oftmals erstmal nochmal so ein Hin und Her. Es schaut nach Ausbruch aus, dann kommt nochmal ein Abverkauf und eher dann zum Monatsende hin dann nochmal eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Grundsätzlich ist die Tendenz aber von Oktober, man kann es sogar noch weiternehmen bis in die erste Januarwoche freundlich, also völlig konträr zu dem, was wir jetzt in den letzten Monaten festhalten mussten, wo es ja von Juni bis September eigentlich die saisonal schwache Zeit gab. Ich denke, mit dem, was wir jetzt die letzten Monate besprochen haben im DAX, kann man sehr zufrieden sein, wenn Sie die Webinare verfolgt haben. Natürlich nicht unbedingt so zufrieden bin ich jetzt mit der Entwicklung im Oktober. Da hätte ich schon eher auf eine steigende Geschichte gesetzt. Aber gut, ich meine, saisonal wäre es begründbar gewesen, auch charttechnisch wäre es begründbar gewesen. Es hat sich halt dann einfach nochmal anders ergeben und dafür gibt es ja dann auch die Stops. Hier noch dem DAX, mit der DAX und dann kann man den Block erstmal abschließen. Das ist der Wochenchart im DAX, da geht es ja seit Monaten nicht weiter. Wir haben es ja lang und breit besprochen, auch diese Top-Bildung. Anfang Oktober waren gute Ansätze da, der Index ist aber dann wiederum abgeprallt an dieser Trendkanal-Oberkante, hat dann weitere Tiefs markiert. Hier in der Situation, muss ich sagen, hätte ich auch durchaus nochmal ein, zwei Tiefs, zumindest in dem Bereich 14.572 bis 14.458 erwartet. Erholung in der Vorwoche war soweit im Plan bis zur 14.948, 15.000. Das Gap am Donnerstag hat aber dann so eine kleine Vorentscheidung gebracht. Also hier hätte ich eher diese Variante bevorzugt eines Abprallers. Aber mit dem Gap nach dem FED-Zinsentscheid hatte sich natürlich die Variante erledigt. Ich werde gleich auch noch zeigen, welches Muster dabei entstanden ist. Heute im Hoch, Punktlandung bei 15.288, genau dieses Hoch von Mitte Oktober erreicht, erstmal nicht weitergekommen. Wir haben hier nicht nur dieses letzte Hoch, wir haben auch die Abwärtstrendlinie, also die obere Begrenzung des Trendkanals. Wir haben auch den EMA 50 Woche als ein Dreifachwiderstand. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine Hausnummer, wo wir drüber müssen, ganz klar im Wochenchart. Da bitte jetzt auch kein FOMO bekommen, dass man irgendwas verpasst, ja, wie es immer so schön heißt, sondern
Einfach abwarten, ob der Index das schafft. Und noch hängen wir in dem Trendkanal fest. Das heißt, es gäbe sogar noch, auch wenn ich es nicht bevorzuge, sehr bärische Varianten, wonach wir jetzt das Potenzial im Trendkanal ausgeschöpft haben und wieder weiter fallen. Also für diejenigen, die weiter bärisch gestimmt sind, ergeben sich natürlich jetzt sehr gute Chance-Risikoverhältnisse. Ich bin persönlich jetzt weiterhin eher auf der Linie, dass ich sage, okay, freundlicher Jahresausklang. Wenn man sich die Tagescharts anschaut dazu, sieht man auch schnell, warum. Der Index hat sich jetzt von der unteren Kante erholt und hängt jetzt erstmal hier fest. Verkaufsdruck ist aber bislang kaum feststellbar. Erst meiner Ansicht nach, wenn wir dieses Gap hier zumachen und wieder deutlichere Schwäche sehen, müsste man vorsichtig werden. Wer auf der anderen Seite es jetzt nicht lassen kann und jetzt schon Shorts eingehen möchte, der hat natürlich hier mit dem Stopp, mit der Stoppmöglichkeit knapp über 15.300 oder vielleicht jetzt über dem Wochenhoch nochmal die Möglichkeit, was zu machen. Also Chance-Risiko-Verhältnis eher interessant für Short. Vom Fahrplan her würde ich eher so etwas bevorzugen, dass der Index jetzt hier noch etwas konsolidiert und dann schlussendlich aber ausbricht. Last but not least, das Element, was jetzt für mich erstmal entscheidend war, hier gut zu sehen. Das Gap vom 19.10. auf 20.10. wurde auf fast exakter gleicher Höhe mit einem Gap gekontert. Ich habe es auch jetzt schon öfter erklärt, aber auch an dieser Stelle nochmal, das ist ein sehr seltenes Muster. Man nennt das Inselumkehr. Warum? Ja, weil man das sozusagen hier als Festland sieht, der übliche Kursverlauf, und dann würde es jetzt hier so weitergehen. Dieser Kursverlauf hier unten aber wäre dann wie eine Insel vom Festland abgetrennt. Deswegen spricht man hier von der Inselumkehr. Voraussetzung ist ganz klar, dass die Gaps offen bleiben. Also man hat dann schon einen Hinweis, wenn jetzt die Gaps geschlossen werden, also vor allen Dingen natürlich dieses Gap, und wir hier reinfallen. An die Gap-Oberkante wäre jetzt kein Problem, das komplett zu schließen, meiner Ansicht nach schon. Dann haben wir hier ein Problem, dann kann es eigentlich nicht mehr als Inselumkehr klassifiziert werden. Also das war jetzt für mich, ich habe auch am Mittwochabend nochmal darauf hingewiesen, weil feststellbar war, dass man hier kaum Verkaufsinteresse gesehen hat, dass das die Gefahr ist, dann nochmal mit einer starken US-Börse nach dem Zinsentscheid. Genauso kam es dann auch. Und hier wurden natürlich jetzt viele, die den Widerstand geschortet haben, erstmal rausgepresst. Fazit also im DAX: kurzfristig haben wir massive Widerstände erreicht. Wer die shorten möchte, hat natürlich enge Absicherungsmöglichkeiten, würde dann mit dem Trend, der ja seit Juli vorherrscht, das Ganze wieder abwärts handeln. Mein Szenario wäre jetzt eher noch mal ein paar Tage der Konsolidierung und dann aber ein Ausbruch zur Oberseite. Im direkten Vergleich ist ja auch klar, dass der DAX natürlich deutlich schwächer dasteht als jetzt der Nasdaq. Man könnte auch den S&P anführen, der, oder den Dow, der schwächer dasteht als der Nasdaq. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme dann vielleicht eher den Nasdaq Long und den DAX Short, wenn ich schon nicht ganz sicher bin, wie es jetzt zumindest kurzfristig weitergeht. Ja, das war es jetzt eigentlich so zum ersten Block. Haben wir gut 20 Minuten. Gibt es Fragen dazu? Ja, tatsächlich. Welche Bedeutung hat denn die Inselumkehr, beziehungsweise ja, die Unterstützung? Vielleicht dazu? Ja, ich habe es ja gerade erläutert. Also diese Unterstützung ist jetzt für mich wichtig. Also wer ja auch jetzt mit Absicherungen arbeiten möchte, der kann natürlich unter dieses Gap Absicherungen legen. Es sollte eigentlich das Gap auch nicht mal ansatzweise geschlossen werden. Die Überlegung dahinter ist ja klar, weil dann das Momentum wieder dahin geht oder weg ist. Und das ist nicht das, was man eigentlich in so einer Situation sehen möchte. Wenn man es vergleicht mit den US-Indizes, stehen ja wir eigentlich bei diesen auch schon wieder hier oben. Das heißt, der DAX ist eigentlich ein Underperformer. Ideal wäre es jetzt gewesen, wenn wir das schnell abgefrühstückt hätten. Warum das jetzt erstmal nicht geklappt hat, hat man im Chart gesehen. Da liegt halt einfach so viel an Widerständen. Und deswegen ist der Index schon noch mit einem größeren Fragezeichen zu versehen als der Nasdaq. Also für mich ist das jetzt schon entscheidend. Auch wenn vielleicht der ein oder andere argumentiert, ja, was will er denn, wenn man 61,8 korrigieren, dann können Sie das Gap zumachen und dann ist trotzdem noch nicht alles verloren. Ja, ist natürlich mit der Betrachtungsweise richtig, aber für mich hat jetzt diese
dieses Konstrukt hier, weil es auch so ausgeprägt ist, eigentlich Vorrang noch vor Fibos etc. Vielleicht zeige ich in dem Zusammenhang, dann kommen wir auch schon zum Aktienblock mal die Schwergewichte, dann wird es, denke ich, auch klarer. Gestern auch auf SAP hingewiesen in meinem Stream, die SAP ist schon auf Jahreshoch. SAP als das Schwergewicht im DAX schlechthin, das könnte wegweisend sein und natürlich dem Index helfen, wenn die Aktie sich jetzt weiter so positiv schlägt. Sind wir froh, dass wir noch solche Aktien im DAX haben und nicht nur Aktien auf Allzeittief etc. Ja, also ich denke mal, Zwischenfazit der DAX-Erweiterung auf 40 Werte wird sein, dass da keiner froh ist drüber. Also das hat uns alles andere als geholfen. Natürlich war der Zeitpunkt auch ungünstig gewählt. Aber wenn ich dann sehe, wo eine Delivery Hero und wie sie alle heißen stehen, dann hat uns das eher nach hinten geworfen, als dass man jetzt sagen könnte, es hat den DAX bereichert. Ja, SAP, ganz kurz, was wäre kurzfristig möglich? Man sieht es ja hier, man kann einen Trendkanal konstruieren. Das heißt, kurzfristig könnten wir noch die Trendkanal-Oberkante erreichen. Das wäre auch hier mit 134 Euro ein 1 zu 1 Ziel. Und als Hinweis, wenn wir über dieses 1 zu 1 Ziel und über den Trendkanal ausbrechen, dann wäre es ein ganz klares Zeichen für eine gute Chance auf eine Jahresendrallye. Und die Aktie hat ja die Allzeithochs noch vor sich. Viele Werte im Tech-Bereich in den USA sind ja schon dran. Und hier haben wir die 143,20 dann perspektivisch als Ziel. Also da mal als aktiver Trader darauf achten, wie wird jetzt dieses Ziel erreicht? Wird es dynamisch erreicht? Und vor allen Dingen, wenn es erreicht worden ist, wie fallen dann in diesem Bereich die Konsolidierungsmuster aus? Da kann man natürlich auch mal in Stundenchart reingehen und sich das anschauen. Also im Idealfall läuft es jetzt in etwa so, die Aktie läuft hier rein und dann gönnen wir uns hier ein bisschen eine Auszeit. Und je nachdem, wie diese Muster dann ausfallen, flaggenähnlich oder topmäßig, kann man sich dann neu positionieren. Also ich sehe die SAP natürlich jetzt als Outperformer und als stark ak interessante Aktie im DAX. Hier kann man sich ja erinnern, gab es den Kurssprung und dieses Gap wurde auch geschlossen. Das heißt, der Chart ist hier auch sehr schön zur Unterseite bereinigt worden. Also gibt es ja anders als vielleicht bei dem einen oder anderen Nasdaq-Wert gar keine Probleme, das einfach fortzusetzen. Da sehe ich jetzt nach unten nicht so die Probleme. Also Outperformer, den man sich mal anschauen kann, wenn man jetzt Richtung Jahresendrallye sich positionieren möchte. Das Pendant für unsere US-Indizes ist natürlich auch klar. Schwergewicht schlechthin Apple. Die Apple-Aktie hat sich auch sehr erstaunlich mal wieder entwickelt. Jetzt diese ganzen weißen Kerzen. Erstaunlich, da meine ich eher die Dynamik vom charttechnischen her, was jetzt Widerstände, Unterstützungen anbelangt. Der Chart ist überhaupt nicht neu bearbeitet. Das ist alles alter Hut, ja, schon seit Wochen, Monaten drin. Das sieht man natürlich, wenn es immer so liefe, ja. Aber da war es natürlich astrein jetzt hier unten reingelaufen in diese Unterstützungszone. Leitet sich ab durch Hochpunkte und Tiefpunkte, also eine alte Unterstützungszone. Die, hier nochmal der Auswahlstand der Konter. Nach den Zahlen gab es ja nochmal eine schwache Reaktion, eine schwache Eröffnung, wurde direkt weiter hochgekauft. Und jetzt sind wir eben parallel zum Nasdaq drin in diesem Widerstandsbereich bei 182,50. Also auch hier wird es natürlich jetzt entscheidend sein, können wir hier vielleicht flach konsolidieren über ein paar Tage und dann wieder Momentum aufbauen. Dann wäre der nächste Zielbereich, um 190 Dollar anzusetzen. Da ist im Übrigen auch noch eine Kurslücke nicht ganz geschlossen. Die wäre geschlossen bei 190,69. Also das wäre ein schönes Ziel für diejenigen, die auf so einen Ausbruch dann setzen möchten. Eine tiefere Variante gibt es natürlich auch. Da kämen dann wieder die SKS-Fans auf ihre Kosten, indem man sagt, ja, vielleicht ist das hier so eine Art SKS-Konstrukt invers. Und wir fallen jetzt nochmal. Eine flache Variante wäre hier in dem Bereich um 176 Dollar. Eine extremere Variante hier nochmal im Bereich um 170 zu gehen. Also auch hier passt das, schließt sich ja der Kreis zum Nasdaq, ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis für Long als aktiver Trader jetzt sehr schlecht, weil der letzte Bezugspunkt hier für einen kurzfristigen Stopp vor 3 Tagen, das Tief, einfach zu weit entfernt ist. Selbst wenn ich jetzt als Strecke vielleicht die 190, 69 anpeile. Das ist also nur handelbar, wenn ich hier wirklich dann auch in den Stundenchart reingehe und nach Konsolidierungen den Stopp nicht hier unten setze, sondern jeweils an das
Konsolidierungstief im Stundenverlauf. Also dann ist es noch machbar. Vielleicht interessant für all diejenigen, die jetzt den Markt sehr eng covern, da nochmal was machen möchten. Ansonsten muss man hier eigentlich auf Tagesbasis zumindest mal auf kleinere Konsolidierungen warten. Also das ist natürlich auch so ein Hinweis, wenn eine Aktie so dynamisch steigt, also dass wir jetzt hier, ausschließen kann man es natürlich nie, aber hier so eine Variante sehen, dass das wieder komplett abverkauft wird, das wäre schon allerhand, muss man sagen. Das wäre schon extrem. Wird dann teilweise natürlich wieder in den Verlauf der letzten Jahre passen. Ja, da extremer ging es ja nicht seit Corona. Aber gut, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, würde ich das jetzt nicht unbedingt präferieren. Zwei Aktien, die man sich durchaus mal auf die Watchlist nehmen kann, gerade auch wenn man vielleicht ein bisschen Faible für den deutschen Markt hat, dann ist natürlich eine SAP was ganz anderes als diese ganzen, oh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, als diese ganzen Ergänzungen im DAX, die nicht so gelaufen sind, wie sich vielleicht die deutsche Börse erhofft hat. Ja. Gut. Gibt es Fragen dazu? Wahrscheinlich nicht. Dann würde ich mal zum zweiten Block kommen. Ja, also es gibt jetzt nicht direkt Fragen zu dem, nee. Deswegen geh genau. Du mal zum zweiten Block, weil ich bin echt gespannt auf die Small Caps und natürlich auch die CRISPR. Genau. Also wie sprichst du die aus? Sorry, wenn ich dann nochmal... Ach, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der Maßstab, aber ich sage immer CRISPR. Ja, CRISPR. Okay, CRISPR. Okay, genau. Dann bin ich gespannt. Ja, also es ist natürlich immer so, das Webinar ist immer am Mittwoch, ja, und... Ich kann mir natürlich die Kursbewegungen nicht raussuchen. Ich hätte jetzt das auch lieber gehabt, dass vielleicht eine CRISPR bei $40 steht als jetzt bei 55. Aber die Story ist einfach spannend und so viel ist ja jetzt im Chart auch nicht passiert, wenn man sich das längerfristige Bild anschaut. CRISPR, diese Technologie aus dem Biotech-Bereich, wird wahrscheinlich dem ein oder anderen Begriff sein. Da gab es ja auch vor einigen Jahren Hype, wie wir es von anderen Branchen kennen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieser Hype absolut unbegründet war. Also es ist einfach eine revolutionäre Technologie. Da gab es auch immer wieder Rückschläge und sie ist auch heiß diskutiert, auch wird auch kritisiert. Aber wir stehen jetzt da vor einem wichtigen Durchbruch. Und ganz vorne dabei ist hier CRISPR Therapeutics, passenderweise auch den Namen angepasst an diese Technologie. Dieses Unternehmen könnte das erste Unternehmen sein, das im Dezember eine Therapie zugelassen bekommt. Ja, was ist genau CRISPR? Es ist jetzt nicht so leicht zu beschreiben. Man kann sich das so ein bisschen als Genschere vorstellen. Also die Chance ist da, mit dieser Technologie Gene ja, zu verändern oder herauszuschneiden aus dem DNA-Strang. Es gibt ja viele Krankheiten, die auf Gendefekte zurückzuführen sind. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit dieser Technologie dieses defekte Gen vielleicht zu bearbeiten, so dass die Funktionalitäten der Zellen wieder so hergestellt werden können, wie es eigentlich sein sollte, dann wäre das natürlich für die Patienten, gerade bei diesen auch teilweise seltenen Krankheiten, großer Durchbruch. Bei CRISPR geht es konkret darum, dass wir Anfang Dezember einen Termin haben, wo die FDA dann entscheiden wird, ob dieses Produkt, und ich zeige es mal hier, worum es sich handelt, das ist die Pipeline von CRISPR, es geht um Exa-Cell, heißt dieses Produkt. CRISPR, das kann ich schon vorwegnehmen, hat jetzt viele Produkte in der Pipeline. Man sieht auch, was hier vielleicht mal möglich sein könnte im Bereich Diabetes Typ 1. Wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, weiß ja, dass das auch darauf zurückzuführen ist, das ist jetzt nicht der Lebensstil, ja, wie bei Diabetes Typ 2, sondern aufgrund eines Autoimmundefekts hat sich der Körper gegen die eigenen Zellen gestellt und hat sozusagen die Zellen zerstört, die Insulinproduktion ist nicht mehr möglich. Wenn jetzt mit CRISPR es möglich wäre, diese Zellen wieder zu regenerieren, ja, dass der Körper wieder Insulin produziert, dann wäre das natürlich auch im Bereich Diabetes Typ 1 revolutionär. Also das ist nur mal so ein Beispiel. Ich meine, ich bin jetzt natürlich kein studierter Biologe oder so. Also sehen Sie es mir nach, wenn ich es ein bisschen einfach beschreibe. Aber ich denke, es ist nachvollziehbar einigermaßen, was möglich wäre. Hier geht es jetzt um zwei Erkrankungen,
Ja, die gerade auch jetzt hier die Sichelzellkrankheit Kinder betrifft. Ich habe es jetzt hier auch mal auf Deutsch und würde es durchaus mal vorlesen, damit man mal eine Vorstellung hat, worum es hier geht. Es geht um die roten Blutkörperchen und dieser Gendefekt bewirkt, dass eben die gesunden runden Blutkörperchen, die eigentlich Hämoglobin ganz normal enthalten, mit den Ketten, also hier die Ketten Alpha und Beta, nichts zerstört. Bei der Sichelzellenkrankheit ist die Beta-Kette im Hämoglobin krankhaft verändert. Ja, und dadurch haben diese Blutkörperchen nicht mehr die Möglichkeit, die Zellen so mit Sauerstoff zu versorgen, wie es eigentlich sein sollte. Also die Sichelzellen sind unbeweglicher und sterben früher als gesunde rote Blutkörperchen. Dadurch kann es zur Blutarmut kommen und andererseits zur Verstopfung der Blutgefäße. Und das führt wiederum dazu, dass die Zellen nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden können. Das ist höchst gefährlich, ja. Die Lebensdauer dieser Patienten ist in der Regel auch verkürzt. Es gibt natürlich Ansätze, um diese zu verlängern, aber da geht man jetzt sozusagen an den Ursprung mit dieser Technologie und versucht mit dieser Technologie diesen Gendefekt, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, zu reparieren. Der erste Schritt ist hier gemacht. Man war jetzt im Austausch mit der FDA im November und das ist wohl ganz gut über die Bühne gegangen. Es gab jetzt kein klassisches Expertenpanel, wenn Sie sich da gewundert haben. Also gab es jetzt keine Abstimmung, wie es oftmals so ist, dass Experten befragt werden und dann gibt es irgendwie da eine Abstimmung und dann entscheidet die FDA. Man hat sich hier ausgetauscht und das Unternehmen hat jetzt gemeldet, hier, dass der nächste wichtige Termin, also am 31. Oktober hat das stattgefunden, der 8. Dezember sein wird. Also genau in einem Monat wird man eine Zulassung hoffentlich bekommen für diese Exa-Cell-Anwendung wie heißt nochmal, Sichelzellen, ist bei der Sichelzellenkrankheit. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Termin am 30. März, dann nächstes Jahr in der weiteren Indikationen, wo dann diese Anwendung zugelassen werden könnte. Also es wäre natürlich ein Meilenstein. Es wird auch massiv durch die Presse gehen, da können Sie davon ausgehen, wenn dann das erste CRISPR-Produkt zugelassen wird. Was könnte das jetzt für CRISPR Therapeutics bedeuten? Also nur mal, um so vielleicht 2, 3 Jahre in die Zukunft zu blicken, auf Basis der aktuellen Analystenschätzungen. Wir haben jetzt hier bei CRISPR eine Market Cap von 4,6 Milliarden in etwa. Man hat auch noch Mega Cash, also für so einen Wert über 1 Milliarde Cash. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man verbrennt natürlich noch Geld, aber ich sehe jetzt bei CRISPR gar nicht mal so die Notwendigkeit, auch auf Sicht von 1, 2 Jahren den Markt anzuzapfen, nochmal eine Kapitalerhöhung zu machen. Ich meine, wenn die Aktie jetzt durch die Decke geht, werden sie es wahrscheinlich machen. Aber nach dem, was ich jetzt sehe in den Analystenschätzungen, kann man durchaus sagen, würden sie wahrscheinlich mit dem Geld schon hinkommen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, wenn wir jetzt diese 4,6 Milliarden Market Cap nehmen, dann wird für dieses Jahr ein Umsatz erwartet in etwa für 275 Millionen. Der könnte dann in 2 Jahren schon bei 500 Millionen liegen und in 3 Jahren schon bei über einer Milliarde. Also das ist die Perspektive, wenn diese Produkte auf den Markt kommen und natürlich noch weitere Produkte, dass das Unternehmen von dem defizitären Biotech-Unternehmen ja, es schafft dann profitabel zu arbeiten. Also nach aktuellem Stand wäre es wohl im Jahr 2026 soweit. 500 Millionen Umsatz schon 2025, allerdings noch defizitär über 1 Milliarde Dollar Umsatz 2026 und dann durchaus auch schon hoch profitabel. Also eine super spannende Situation, super spannende Story. Nochmal, es gab noch keine Zulassung, das Produkt ist noch nicht auf dem Markt, da kann noch ganz viel schief gehen. Wir haben so viele Beispiele gesehen im Biotech-Bereich, wo es so gelaufen ist. Wir drücken natürlich die Daumen. Ich denke auch für die Patienten, dass das ein Erfolg wird. Und das könnte natürlich dann auch perspektivisch für die anderen Unternehmen Rückenwind verleihen. Man hat es jetzt auch gesehen. Es gibt auch noch andere Player hier im Markt. Die klassischen Namen sind hier zum einen Editas Medicines. Die sehe ich jetzt auf Basis dessen, was ich jetzt recherchieren konnte, eher ein bisschen kritisch. Charttechnisch ist es ganz okay, hat die 6,30 gehalten, ist jetzt hier so in der Range, die müsste mal über 11,90 ansteigen.
Und dann gibt es noch die Intellia, da habe ich mal einen Artikel geschrieben im Sommer. Da sehen Sie noch den Prognosepfeil, die ist aber letztendlich an der 46er-Marke hängen geblieben. Dann gab es noch einen grauen Pfeil auf die 23,30. Ja, das ist jetzt immer recht erfreulich, wenn zumindest dann die Alternativmarke wahrgenommen worden ist. Das ist alles noch viel zu wenig für einen neuen Aufwärtstrend, ist ja klar. Wir hängen hier in den Korrekturen. Der Hype war 2021 und wir hängen in den Korrekturen fest. Aber wenn diese Produkte jetzt erstmal auf den Markt kommen, ist das natürlich auch eine Chance, dass die Stimmung allgemein sich hier verändert. Vielleicht noch zu CRISPR und dann kann ich ja kurz noch einen Tipp geben, wie ich jetzt hier agieren würde. Sehr spannend finde ich, dass CRISPR bei diesem Produkt jetzt, ich glaube, man hat es hier gesehen, ah, na, da ist es jetzt nicht drin, aber das Produkt, was jetzt als erstes auf den Markt kommen könnte, wird zusammen mit Vertex entwickelt. Man hat hier eine Partnerschaft und Vertex Pharma ist ja mit einer Market Cap von jetzt fast 100 Milliarden absolute Branchengröße. Aktie hat sich auch in diesem Jahr super entwickelt. Ich könnte mir perspektivisch sogar vorstellen, dass vielleicht eine Vertex sagt, wenn sich CRISPR gut entwickelt, dann schnappen wir uns die. Vertex, was ich jetzt so gesehen habe, wird nächstes Jahr wahrscheinlich einen Free Cashflow von 4 Milliarden erzielen. Also die zahlen das mehr oder weniger aus der Portokasse, haben auch über 10 Milliarden Cash. Also die müssten nicht mal groß irgendeine Kapitalerhöhung machen. Natürlich wird man jetzt eine CRISPR nicht für 4,6 Milliarden dann auch übernehmen können. Da wird man schon Aufschlag zahlen müssen. Aber selbst wenn es 6, 7 Milliarden oder 10 Milliarden wären, könnte das eine Vertex ganz gut stemmen. Also man hat dazu auch noch Übernahmefantasie und deswegen, wenn einem das jetzt nicht so heiß ist, mal auf Einzelaktien zu setzen, dann kann man sich eine CRISPR zumindest mal auf die Watchlist nehmen. Die gute Cathie Wood ist hier auch investiert und ich muss sagen, ich sehe ja die Dame höchst kritisch. Mit den meisten Aktien, die sie da im Portfolio hat, kann ich wenig anfangen, aber bei CRISPR kann ich es einigermaßen verstehen. Wenn man sagt, sie investiert ja auf 5 bis 10 Jahre, dann hat natürlich so ein Unternehmen, so eine Aktie auch mal Vervielfachungspotenzial. Also da bin ich eher mal auf Ihrer Seite und wir können es hier mal uns anschauen. Das habe ich vorher noch aufgemacht. Also inzwischen ist sogar die CRISPR auf der, ist das jetzt hier die 7. Stelle? Nee, 8. Stelle im Portfolio von ARK Innovation, also mit 4,5% gewichtet. Auch noch ein spannender Zusatz, denke ich. Was könnte man jetzt konkret machen? Ja, man kann natürlich Testpositionen immer mal eingehen. Das ist klar. Die Aktie ist jetzt erstmal ganz gut gelaufen. Das heißt, hat Konsolidierungsbedarf. Hier wird es wie bei so vielen Werten jetzt kurzfristig darauf ankommen, wie diese Konsolidierung verlaufen. Das Volumen hat sehr stark angezogen. Das werde ich bullish jetzt mit den News Ende Oktober. Also grundsätzlich denke ich, ist hier eine gute Basis gelegt. Wenn sie jetzt hier etwas zurückkommt, vielleicht in den nächsten Tagen in den 50-Dollar-Bereich, dann könnte man mal mit einer Testposition reingehen. Und je nachdem, wie sich dann die Nachrichtenlage auch entwickelt, rund um im Dezember und dann auch im ersten Quartal, kann man da auch mal aufstocken. Also man hat jetzt hier auf jeden Fall eine ganz gute Basis mit dem Erreichen der Jahrestiefs, dass das gehalten hat, für den neuen Aufwärtstrend und auch für eine abgeschlossene große Bodenbildung. Nochmal, nur dass das klar wird, ist das natürlich immer noch viel zu wenig, auch wenn es jetzt sehr dynamisch war. Also da ist einfach noch Geduld gefragt. Der erste Schritt wäre mal über die Jahreshochs anzusteigen. Aber gut, man muss halt auch ehrlich sein. Ich kann jetzt so einen Trigger nennen. Bis dahin müsste die Aktie jetzt aber auch nochmal 30% machen. Und deswegen habe ich sie jetzt heute schon mal reingenommen. Ich denke, wir werden dann nächstes Jahr auch nochmal über den Sektor sprechen. Man kann ja gestaffelt auch was machen. Wenn man jetzt einen Knockout wählt, vielleicht mit einem konservativ, falls es so etwas gibt, mit dem konservativen Knockout hier unten, dann ist es auch in Ordnung. Also so denke ich, kann man sich derzeit das zurechtlegen. Also der Sektor war im Prinzip tot und es gibt jetzt aber von der Newsseite her durchaus Impulse, wo ich sagen würde, eine Chance auf dem Revival ist da. Sehr schlecht wäre es jetzt, wenn natürlich die FDA im Dezember sagt, nee, also mit uns nicht. Da müsst ihr schon noch mal zwei, drei Studien machen. Dann wäre natürlich das Momentum komplett weg. So viel zum Biotech-Bereich. Die Nebenwerte, ja, ich wollte sie heute unbedingt mal reinnehmen. Da ist natürlich auch schon die ein oder andere Aktie jetzt gut angelaufen. Aber wie gesagt, das Webinar ist nur einmal im Monat. Und
wer jetzt meine Artikel verfolgt, ich habe mich ja auch im Small-Cap-Bereich zuletzt dann einfach auch da zurückgehalten, Artikel zu schreiben. Ich meine, was bringt es, wenn ich Stories interessant finde? Der Markt sieht es aber anders. Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, der Markt hat immer recht, weil wenn ich jetzt sehe, wie sich auch eine PVA jetzt entwickelt hat zuletzt, dann glaube ich nicht, dass der Markt jetzt unbedingt recht hatte, die Aktie hier nochmal von 20 Euro auf 14 Euro abzuverkaufen, weil die Newslage war hier nicht schlechter als hier. Aber es ist halt so, und zu PVA muss ich sagen, da habe ich auch selbst eine Position, bei den anderen Werten nicht. Also da besteht natürlich dann auch ein Interessenskonflikt, aber die Position werde ich jetzt auch, plane ich nicht zu veräußern in Kürze, also da besteht keine Gefahr. Ich bin von der Story eigentlich angetan. Ich habe sie zuletzt mal, nachdem ich hier wirklich gedacht habe im Sommer, dass der Knoten geplatzt ist, weil gute Zahlen kamen, sie aber dann nochmal massiv abverkauft wurde, nochmal vor den Zahlen unseren Abonnenten von Stock 3 Plus vorgestellt. Die Überlegung war, naja, sie hat jetzt hier die Unterstützung erreicht, sie ist extrem überverkauft, die Newslage war eigentlich gut, Zahlen stehen an, man kann sie sich mal auf die Watchlist nehmen und man sieht, ja, es hat dann natürlich mega funktioniert. Hat natürlich mit reingespielt, dass das gesamte Umfeld sich verbessert hat. Aber man muss schon sagen, PVA ist jetzt eine Aktie, die ich im Small-Cap-Bereich, wo ich eher so einstufen würde, die ist trotz guten Newsflow gefallen. Ja, also es gab ja ganz viele Beispiele mit Warnungen etc. Da war es auch teilweise völlig berechtigt, dass die weiter abgestraft worden sind. Aber bei PVA hat man halt dann wirklich irgendwie sich an Kleinigkeiten aufgehängt. Die wachsen sehr stark. Was machen die überhaupt? Ich habe hier mal die Seite offen. Der ein oder andere, ich glaube, sie gab es ja schon zu neuen Marktzeiten. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Am bekanntesten sind sie aufgrund ihrer Kristallzuchtsanlagen. Mit Hilfe der Anlagen von PVA können also Kristalle für die Halbleiterindustrie, aber auch für die Solarindustrie produziert werden. Das ist eine Sache. Wenn man sich dann andere Technologiefelder anschaut, dann gibt es hier auch Anwendungsfälle, was die Inspektion anbelangt, also Qualitätsuntersuchungen, Ultraschallinspektion etc. Und dann habe ich hier mal noch den Plasmabereich. Also hier geht es dann um das Reinigen und Aktivieren von Oberflächenbereich Halbleiter. Also das ist auch ein Punkt. Man sieht schon, die sind sehr gut aufgestellt. Wann hat man schon mal so ein Hochtechnologieunternehmen noch in Deutschland? Es wird ja so viel geschimpft. Also da kann man wirklich mal eine Story spielen von einer Aktie, die von einem Unternehmen, das sehr gut positioniert ist, das auch sehr stark wächst und das meiner Ansicht nach schon eine gute Perspektive hat. Was war jetzt hier der Knackpunkt für diese Entspannung im Kurs? Vielleicht hier mal nochmal der Artikel vor den Zahlen, also das sieht man, dass ich jetzt hier nicht irgendwas erfinde, sondern da war der Kurs bei 14,60. Ein Analyst hat er sich hier geäußert, dass er davon ausgeht, dass PVA die obere Begrenzung der Jahresprognose wohl erreichen könnte. Und in dem Fall muss man sagen, Glückwunsch an den Analysten der Deutschen Bank, denn das war sehr gute Arbeit. Tatsächlich ist es so gekommen, dass man dann gesagt hat, mit den Zahlen, da habe ich dann nochmal ein Folgeupdate geliefert, dass sie mit den Zahlen, das war dann, glaube ich, der Kollege, der hier den Artikel geschrieben hatte, genau, weil er das auch noch im Musterdepot hat, dass gerade der Auftragseingang sich sehr gut entwickelt und dass man die oberen Begrenzungen der Umsatz- und EBITDA-Spanne erreichen wird. Also das war natürlich so ein bisschen Durchatmen dann angesagt mit dem freundlichen Umfeld auch, weil man hatte kritisiert, dass der Auftragseingang und letztendlich dann auch der Auftragsbestand schwächelt. Das war im Sommer so das Thema, da hat sich jetzt Entspannung gezeigt. Und ja, das hat jetzt erstmal zu dem Kursanstieg geführt. Die Analysten haben jetzt weiter gerechnet. Man sieht hier noch in den Schätzungen, 99 Cent Gewinn je Aktie und 1,27, das ist jetzt schon hochgegangen auf 1,07, 1,33. Also selbst wenn man jetzt mit einem Euro Gewinn je Aktie rechnet, dann ist das eine Bewertung, die absolut im Rahmen ist mit einem KGV von 18. Man muss ja sehen, wie das Unternehmen dann auch wächst. Hier sieht man es in der Tabelle, also wir kommen ja von dem Gewinnniveau von 81 Cent je Aktie, also ein Gewinnwachstum von einem Viertel,
über einem Viertel in diesem Jahr, wo alle jammern über das konjunkturell schwache Umfeld. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, perspektivisch auch, wenn wir jetzt mal einfach hier nochmal die 25% fortführen, dann 25% Gewinnwachstum nächstes Jahr und dafür ein KGV unter 20 ist schon eine schöne Sache. Also das ist mal eine Aktie, die man sich jetzt perspektivisch aktuell, würde ich sagen, nur auf die Watchlist nimmt. Aber wenn sie jetzt hier konsolidiert und auch aus dem Abwärtstrend rausgeht, dann ist das eine schöne Story für nächstes Jahr auch. Denn perspektivisch hat sie natürlich dann die Möglichkeit, auch mal wieder hier Kurse über 20 Euro anzusteuern, wenn es ganz gut läuft, vielleicht dann auch wieder über 27,50. Nur um das mal einzuordnen, wo wir hierher kommen. Also es gab hier auch einen absoluten Hype 2021, wo wir uns vervielfacht haben, 800% fast gemacht haben mit Kursen bei um die 50 Euro. Im Tief waren wir jetzt wieder bei 14 Euro. Also solche, das ist natürlich dann auch die, ja, das ist natürlich dann der große Vorteil von Small Caps, dass man hier eben auch dann überproportionales Kurspotenzial hat. Diese Aktien zerlegt es dann mal, die verlieren 70, 80%, aber die können bei gutem Umfeld halt auch dann mal sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Also das wäre jetzt so meine erste Idee. Die Idee ist natürlich jetzt für unsere Plus-Abonnenten nicht neu. Auch die anderen beiden Aktien werden Sie schon kennen. Aber ich denke, die gerade jetzt zum einen sich zurückzuhalten, zu akzeptieren, wenn der Markt schwierig ist, aber dann auch wieder mal die ein oder andere Idee zu bringen vor Zahlen, wenn ausgebombte Aktien da sind. Das macht schon unser Plus-Abo auch aus. Und ich meine, das kostet 10 Euro im Monat. Also wenn Sie da ein, zwei Ideen nachhandeln, die sich einigermaßen dann gut entwickeln, haben Sie ja das doppelt und dreifach herin. Also schauen Sie sich das gerne mal an. Dieses Abo gibt es bei uns auch den ersten Monat kostenfrei. Da müssen Sie nur einen gewissen Code eingeben und dann können Sie das einen Monat selbst sich die Kosten von 10 Euro sparen. Die zweite Aktie ist LPKF. Auch da lief es so. In dem Fall habe ich auch erstmal abgewartet und na, in dem Fall habe ich nicht den Artikel vor den Zahlen geschrieben. Warum? Vielleicht will ich das kurz erläutern. Der Unterschied zu PVA war einfach, PVA hat eigentlich immer geliefert und da hat man halt sich an Kleinigkeiten aufgehängt. LPKF ist das völlige Gegenteil, die haben viel angekündigt, haben eigentlich nie geliefert. Deswegen möchte man in so einem Fall einfach mal dann auch einen Quartalsbericht sehen, wo geliefert wird. Und genau das war der Fall. Man sieht es ja in der Kursreaktion. 25. auf 26. Endlich mal konnte man die Erwartungen erfüllen. Da gab es dann auch einen Artikel von mir dazu. Auch das kann ich kurz zeigen. Was macht LPKF? Vielleicht gehen wir dazu erstmal auf die Website. Ja, es sind auch sehr breit aufgestellt, auch im Solarbereich unterwegs. Das, was hier so die beste oder was hier immer wieder zitiert wurde, ist, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, LIDE, geschrieben LIDE. Man kann es natürlich auch auf Englisch aussprechen, Light Technologie. Da gibt es auch ein schönes Video auf der Seite. Es geht darum, dass verstärkt und wohl Intel ist jetzt auch der erste große Player im Halbleiterbereich, verstärkt auch Glas eine Rolle spielen könnte im Chip-Bereich. Und LPKF hat eben mit ihrer Technologie hier eine schöne Anwendung, wo man diese Glasgeschichten ja sehr gut behandeln kann, wo man das sehr dünn auch sozusagen anfertigen kann. Und die Fantasie ist eben, dass jetzt nachdem Intel, ich glaube, es wurde jetzt noch nicht genannt, aber man konnte es sich ableiten, nachdem Intel das schon testet und wohl auch verstärkt darauf setzt, dass hier verstärkt auch Aufträge reinkommen, auch vielleicht dann auch von anderen Playern. Also das ist so, würde ich sagen, so mit die Hauptfantasie derzeit. Und da gab es eben viele Ankündigungen. Ich schau mal, ob man es hier nochmal sieht. Ich dachte, ich habe es hier. Ja, spannend, dass ich wieder über diese Aktie stolperst, weil die war ja auch ein neuer Marktwert Ja, damals, ne? genau. Das sind so diese, die Alteingesessenen werden es kennen. Und da waren teilweise auch noch andere Stories. Ich meine, mit Laser, die Laser-Story war natürlich damals auch schon da. Und LPKF hat ja auch Laser im Namen drin. Hier sieht man mal so eine Anlage, ja, wie das dann aussieht. Und ist dann im Prinzip auch ein Anlagenbauer.
Da können Sie sich mal das Video auf der Seite auch anschauen. Das geht über 2 Minuten. Da haben die das gut erklärt. Also letztendlich ein Halbleiterzulieferer, so könnte man es auch sehen, Anlagen für die Halbleiterbranche, wo einfach der Knoten noch nicht geplatzt war. Aber ich nehme jetzt mal den Artikel von mir, wo ich dann eben geschrieben habe, zur Abwechslung endlich mal was Positives. Ja, 80% an Wert verloren, auch vom Hoch 2021. Da sieht man mal auch die Risiken von Small Caps. Zum einen muss man sagen, hat man endlich mal wieder ein positives EBIT erzielt. Der Umsatz erreichte 33 Millionen, also die obere Begrenzung der Spanne, und das EBIT war bei 2,7 Millionen. Auftragseingang und Auftragsbestand waren recht freundlich. Segment Electronics hat sich sehr gut entwickelt und man hat die Jahresprognose bestätigt. Man sieht hier, dass natürlich die Schätzungen extrem reduziert worden sind. Da waren vor ein, zwei Jahren noch ganz andere Werte hier drin. Aber dass auf Basis dieser Geschichte jetzt, gerade auch fürs nächste Jahr, die Aktie auch sehr attraktiv bewertet war um 7 €. Ich würde hier, das muss ich schon dazu sagen, aufgrund der Historie auch beim Unternehmen, hinter die 2024er Schätzung noch ein großes Fragezeichen machen. Also vielleicht nicht so euphorisch reingehen, jetzt mit 60 Cent Gewinn die Aktie. Aber gut, ich sage mal so, selbst wenn sie die 30 Cent schaffen, wäre es erstens mal eine Verdopplung und wäre es auch ein schönes Wachstum. Wichtig ist jetzt einfach, dass das Management dabei bleibt. Die Aktie kommt von ganz unten, ja, also wir haben im Prinzip die kompletten Kursgewinne seit diesem 2019er Tief wieder abgegeben und man sieht halt auch, was dann der Hebel wieder sein kann. Zweistelligkeit, vielleicht mal auch wieder Richtung 15 € bei solchen Werten. Ich glaube, sie steht jetzt bei 8 €. Genau, hat sich jetzt sehr gut entwickelt. Also da sieht man auch, wie man dann bei freundlicherem Umfeld diese, ich sage dann immer Neubewertungsszenarien, diese Stories, wie die dann auch mal angenommen werden. Ja, das war das große Problem. Die Stimmung war einfach so schlecht bei den Small Caps, dass auch gute Nachrichten oftmals nur für ein, zwei Tage Gegenbewegung gereicht haben und wieder abverkauft worden sind. Bei LPKF hat man dazu noch sehr viele negative Nachrichten gesehen. Jetzt dieses Gap soll auch offen bleiben im Prinzip. Das ist jetzt diese neue Situation. Die Analysten sind jetzt auch positiver gestimmt. Auch hier wird es natürlich Reaktionen erstmal zur Unterseite geben. Aber das ist so der zweite Kandidat. Da bin ich selber leider nicht drin. Ich habe hier mal kurz gezögert und dann schon wieder zu lang gezögert nach dem ersten Rücklauf nach der News. Wäre natürlich auch schon wieder eine schöne Sache gewesen hier. 20% verschenkt. Naja, gut, ist halt dann so. Man kann nicht überall dabei sein, aber es wird auch hier wieder Chancen geben. Also das wäre so der zweite Kandidat, auch wenn man vielleicht den Halbleitersektor ein bisschen spielen will auf der Anlagenbauerseite und auf Deutschland setzen möchte, da kann man sich diesen Wert mal anschauen. Und dann noch zum Abschluss, das ist sicherlich das heißeste Eisen jetzt. Da muss ich ganz klar dazu sagen, das ist ein Microcap, sehr niedriges Volumen drin, deswegen jetzt bitte nicht an den Rechner gehen und unlimitiert hier kaufen. Die Aktie kommt auch von einem Allzeittief, aber was ist bei SMT scharf, die Story? Die sind ein Zulieferer für die Bergbauindustrie. Ich war vorher noch mal auf der Seite, ich zeige es vielleicht kurz. Da sitzt dann so ein Herr in dieser Bahn, genau, sah ganz lustig aus hier. Genau, also. Es geht im Prinzip darum, in Tunnelanlagen für den Bergbau so Bahnen zu installieren, damit man halt auch an das Ziel kommt. Und da ist man sehr gut positioniert. Es gibt da jetzt auch nicht so viele Anbieter. Die Liste der Fails in der Vergangenheit war sehr lang, das muss man auch sagen. Man hatte ein sehr starkes Russlandgeschäft, da wissen wir alle, wie die Situation ist. Das ist natürlich weggebrochen. Man hat einen sehr starken sehr starkes Exposure in China, da ging es jetzt auch nicht so gut. Ja, gab es auch viele Schwierigkeiten. Was war jetzt da das Bemerkenswerte? Eigentlich war die Aktie abgeschossen. Man sieht es hier auch, man musste extrem die Prognose senken im August. Und jetzt kam aber hier Ende Oktober eine 180-Grad-Kehrtwende. Ich habe auch geschrieben, also man hat ja schon viel erlebt im Small-Cap-Bereich, aber das ist schon allerhand. Man hat nämlich hier gesagt, man wird ein tiefrotes EBIT erzielen. Und jetzt, auch hier der Artikel, was für ein Comeback, sagt man, nachdem das EBIT im ersten Halbjahr noch bei minus 1,8 Millionen Euro lag
und mit minus 3,3 Millionen Euro tiefrot ausfallen sollte, sagt man jetzt plötzlich, nö, Leute, es läuft wieder. Wir werden 4,5 Millionen Euro am positiven EBIT erreichen. Also nochmal, die alte Prognose, die man erst gesenkt hatte im August, hatte gesagt minus 3,3 Millionen Euro, jetzt plus 4,5 Millionen Euro. Wir reden hier halt von einem Unternehmen, das vielleicht 35 Millionen wert ist. Also da sieht man auch mal die Relation, einstelliges KGV und natürlich auch als Microcap hochvolatil. Diese 180-Grad-Kehrtwende ermöglicht natürlich jetzt halt bei dieser Aktie auch wieder eine Neubewertung. Na, man muss ja sehen, als die Prognose gesenkt worden ist, kamen wir von Kursen um 9 Euro. Jetzt sind wir bei 6,35. Also wenn man es jetzt logisch betrachten müsste, dann müsste die Aktie relativ zügig wieder hier hinlaufen. Es gibt natürlich große Skepsis im Markt weiterhin, klar. Aber das ist jetzt auch so eine Sache, wenn man jetzt vor kleinen Werten nicht zurückschreckt. Ich sage ja, man kann immer alles handeln. Die Positionsgröße muss nur stimmen. Dann kann man das auch mal als Beimischung sich reinnehmen. Bilanz ist soweit in Ordnung. Ich denke, die sind jetzt nicht, da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, die sind auch insolvenzgefährdet und so. Natürlich gibt es viele Fragezeichen mit dem Russland-Geschäft. Was könnte da noch an Abschreibungen kommen? Aber Stand jetzt, völlig konträr zum August, werden wir dieses Jahr mit einem positiven EBIT von 4,5 Millionen Euro mindestens abschließen. Für nächstes Jahr kann man sagen, sind die Analysten aktuell auch in etwa auf dieser Höhe. Das heißt, man hat ein einstelliges KGV. Selbst bei keinem Wachstum wäre das günstig. Und ja, um das zu zeigen, absolut in den Boden gehämmert worden. Da passt dann wieder zum Bergbau, wenn man so möchte. Ein Tunnel gegraben nach unten. Ja, und ja, also Watchlist-Kandidat. In jedem Fall, wer hier mal eine erste Testposition eingehen möchte, denke ich, ist absolut vertretbar. Aber das wird jetzt auch ein Teil sein, da braucht man einfach Geduld. Also jetzt nicht erwarten, dass die in 2 Wochen bei 8 oder 9 steht. Ist halt eine Beimischung, geht jetzt so Richtung Positionstrading, vielleicht mal auch in Richtung Investment als Beimischung. Aber es geht wieder was im Small Cap-Bereich. Es gab jetzt doch einige positive News, die auch mit Kursgewinnen honoriert wurden. Das ist jetzt einfach so das, um ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten, auch für diesen Bereich. Deswegen wollte ich es reinnehmen. Und die Stories habe ich ja erläutert. Also das ist schon auch alles jetzt, alle drei Sachen waren jetzt auch fundamental untermauert. Jetzt nicht einfach irgendwas, weil es jetzt im Chart mal 20% gestiegen ist, sondern das hat schon auch fundamentale Gründe. Ja, super. Also der ganz interessante oder spannender Wert, auch da, den werde ich mir mal anschauen. Wir haben ja ganz viele Wünsche, die wir jetzt wohl nicht mehr erfüllen können. Trotzdem ist ein ganz treuer Webinarteilnehmer, ob du was zu SMA sagen kannst. SMA Solar, auch ein Neben- oder Small Cap. Wie gesagt, tut mir leid für die anderen Teilnehmer. Lufthansa, TUI und Palladium und alles werden wir heute nicht mehr schaffen, aber kurze Analyse vielleicht zur SMA. Ja, kann ich auch mich kurz fassen. Ich meine, über den Solarsektor, über den Niedergang des Solarsektors in dem Jahr habe ich ja viel geschrieben auch. Ich muss sagen, ich habe hier durchaus gewarnt. Und Holger, wir haben auch hier gewarnt, ne, im Webinar, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Ja. Monaten, wo wir das angesprochen haben, wo dann schon viele gesagt haben, was will er denn? Die sind doch schon so gefallen. Mei, man muss ehrlich sein, dass die jetzt in Grund und Boden gehämmert werden, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist halt da völlig konträr zu vor ein, 2 Jahren. Und die große Frage, die ich mir bei SMA Solar stelle, ist einfach, die haben ja ihre Prognose hier erst noch angehoben, während die Amerikaner sagen, Europa läuft katastrophal schlecht. Also die SolarEdge-Prognose fürs vierte Quartal haben sie ja gesehen. Ich habe da große Zweifel, dass es dann bei SMA Solar so dolle laufen soll. Es gibt Argumente, dass die wohl im Großkundenbereich besser aufgestellt sind und das nicht ganz so spüren. Aber es ist völlig klar von dem, was die Konkurrenz sagt, dass es in dem Sektor Riesenprobleme gibt, hohe Lagerbestände, die erstmal abgebaut werden müssen. Deswegen für mich ganz klar, also ich würde da von SMA Solar die Finger lassen und ich würde den Hut ziehen, wenn sie es dennoch schaffen, jetzt in dem Umfeld abzuliefern. Das muss ich schon sagen. Ich war noch nie ein Freund von SMA Solar, auch aus der Historie heraus, weil sie es oftmals nicht geschafft haben, die PS auf die Straße zu bringen. Muss auch sagen, war überrascht über diese Entwicklung hier, aber bin jetzt nicht überrascht über diese Entwicklung. Also ich denke eher, dass die noch weiteres Abwärtspotenzial hat als großes Aufwärtspotenzial. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt da ganz
andere Sichtweisen. Viele Analysten sagen, okay, ja, wir sehen das, was in Amerika abläuft, aber SMA Solar aus diversen Gründen ist besser aufgestellt. Ich glaube da nicht dran. Also mich würde es nicht wundern, wenn man da vielleicht dann auch wieder in ein paar Wochen zurückrudern muss vom Management. Wenn sie dennoch liefern, natürlich eine spannende Sache. Der Kursverlauf sagt aber was anderes. Also der Markt glaubt das einfach nicht, was das Management sagt, und glaubt da eher dem, was man von Amerika raushört. Ich danke dir vielmals auch noch für sozusagen das Schmankerl obendrauf. Ja. Insofern, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Einsatz und ja, das Feedback ist sehr positiv. Vielen Dank für die, auch für die tollen neuen Microcaps, die selbst ich noch nicht kannte. Insofern, ja, spannend wie immer und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir und dann auch hoffentlich mit Andreas Lipko. Ansonsten vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörer. Nächste Woche haben wir hier die Trading-Gruppe. Dort werden wir wieder drei verschiedene Trading-Ideen vorstellen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und dir überlasse ich das Schlusswort, Bastian. Ja, also mit SMT Scharf haben wir ziemlich tief in die Kiste gegraben. Ja, das wird es jetzt auch nicht jedes Mal geben, nicht, dass Sie da jetzt Angst bekommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich's entwickelt. Bitte da Positionen klein halten bei diesen Nebenwerten. Ich kann es nur wiederholen. Das kann nur eine Beimischung sein. Da kann ich jetzt nicht große Summen eingehen. Ja, und es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich glaube, man merkt es auch, wenn ich über diese Sachen spreche. Freue mich dann auf die Dezember-Ausgabe und wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Man hört deinen Enthusiasmus. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.